Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Positive Entwicklung in der Kardiologie des Landeskrankenhauses Hochsteiermark. Kinderadvent in St. Lorenzen im Mürztal und das Wetter morgen wechselhaft. Das Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck an der Mur genießt einen weit über die Grenzen der Region und des Landes hinaus guten Ruf. Die Augentagesklinik weist große Erfolge auf. Noch vor einiger Zeit hat der für die Kardiologie zuständige Primarius mit dem Slogan »Schach dem Herztod« aufgerufen. Also hat sich im letzten Dezennium sehr viel auf dem Gebiet der akuten Herzerkrankungen getan. Na, absolut zum Besseren. Durch unser perfektes Notarztsystem kommen die Patienten viel frühzeitiger in das Krankenhaus. Und wichtig ist beim Herzinfarkt, wenn Verdacht auf Herzinfarkt besteht, den Notarzt zu rufen und dann, dass die Rettungskette eben schnell funktioniert. Wir haben in Graz die zentrale Leitstelle. Wir haben ja am Wochenende unseren Bereitschaftsdienst und wir haben natürlich sehr, sehr viele akute Fälle an so einem Wochenende auch zu versorgen. Das Landeskrankenhaus Hochsteiermark zählt zu den modernsten, mit allen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgestattete Krankenhaus. Wir haben ein Krankenhaus, das Krankenhaus Hochsteiermark, Standort Leoben und Standort Bruck. Und ich glaube, auch jetzt bei dem neuen Gesundheitskonzept, das vorgestellt wurde, ist unser Standort in der Obersteiermark bzw. Hochsteiermark ja Gott sei Dank absolut gesichert. Und es sind weitere Pläne, dass man uns weiter ausbaut. Und natürlich wichtig ist natürlich, dass wir auch überregionale Versorgung in Zukunft auch anbieten. Und das ist sehr wichtig, weil ja die Qualität im Zentrum stellen muss und vor allem die Erfahrung des ganzen Teams und des ganzen Krankenhauses. Beispielgebend ist auch die Zusammenarbeit mit Kliniken und Krankenhäusern im In- und Ausland. Ja, natürlich macht sich die Medizin die Telekommunikation ganz gewaltig zu nutzen und es werden sogar über den Atlantik Operationen kommentiert und gesteuert. Und wir haben ja auch bei uns in Bruck von unserem Herzkatheterlabor, das war auch ziemlich um die gleiche Zeit, vor 4 Jahren eine Live-Übertragung von einer Operation nach München gehabt, wo gleichzeitig natürlich wir im Kontakt standen mit den Kardiologen in München und in Zürich, die zu unserer Operation in Bruck ihren Kommentar dazu abgegeben haben. Die Operationstechniken haben sich in einem Quantensprung verbessert und verfeinert. Ja, es hat sich die Medizin in den letzten Jahren gewaltig verändert, muss man wirklich sagen. Alleine bei uns zum Beispiel in der Kardiologie Herzinfarkt. Früher ist ein Herzinfarkt 4 Wochen im Krankenhaus gelegen, heute liegt er 2-3 Tage und er hat eigentlich nur noch einen ganz kleinen Pixer, entweder in der Hand oder in der Leiste und über diese kleinen Stellen werden Katheter eingeführt. Es gibt ja heute auch die Möglichkeit, über die Leiste Herzklappen zum Beispiel einzusetzen, die sogenannte TAVI. Also die Medizin hat sich ganz extrem weiterentwickelt. Und natürlich auch die Chirurgen. Hier ist die berühmte Knopflochtechnik praktisch nicht mehr aufzuhalten. Auch Herzchirurgie hat sich dadurch gewaltig entwickelt, dass mit ganz kleinen, eigentlich nur Einstichen, werden Sonden und Geräte eingeführt und dann wird das Ganze über Kameras sichtbar gemacht und der Chirurg arbeitet über Bildschirm und über ganz kleine Inzisionen. Täglich vernimmt man in den Printmedien Schlagzeilen wie Ärztemangel, Medizinernotstand und so weiter. Gelten diese Unkenrufe nur für die niedergelassenen Mediziner oder auch für das Krankenhaus Bruck an der Mur? Gibt es natürlich in den Krankenhäusern auch, aber Gott sei Dank haben wir in unserer Krankenanstaltengesellschaft die Arbeitsbedingungen für die Ärzte im Krankenhaus deutlich verbessern können. Und man muss auch im Krankenhaus natürlich eine moderne Medizin und eine sehr gute Ausbildung den jungen Ärzten anbieten und dann kommen sie auch. Und Gott sei Dank, wir sind in Leoben und in Bruck in der Lage, dass wir genug medizinischen Nachwuchs haben, weil eben auch unser Standort sehr interessant ist, medizinisch immer am neuesten Stand ist und dadurch für die jungen Kollegen auch eine Zukunftsperspektive besteht. Ein wichtiger psychologischer Aspekt ist das Vertrauen des Patienten zum Arzt und vom Arzt zum Patienten. Da muss der Operateur, der Arzt, cool bleiben. Ja, genau, das ist immer das Wichtigste überhaupt bei unserem Geschäft überhaupt. Ich darf vielleicht sagen, wir haben heuer in Bruck alleine 550 Herznotfälle in unserem Herzkatheterlabor behandelt. Und das ist natürlich die Coolness des gesamten Teams und die Professionalität des Teams ist natürlich einer der Voraussetzungen. Ich habe gesagt, ein gutes Herzkatheterlabor muss funktionieren wie ein Flugzeugträger. Also das sind verschiedene Berufsgruppen.
Berufsgruppen, die nahtlos ineinander arbeiten. Der Patient und das Leben des Patienten steht im Mittelpunkt. Und wir haben ja sehr, sehr viele Patienten, denen wir wirklich auch das Leben hier in unserer Institution in Bruck retten. Der zweite Adventssonntag war in der Marktgemeinde St. Lorenzen den Kindern bzw. Familien gewidmet, denn die Einladung lautete zum ersten Lorenzer Kinderadvent. Das ist neu hier in St. Lorenzen und wir sind auch unglaublich stolz, dass wir immer etwas Neues präsentieren wollen zum Wohle der Bevölkerung, also auch zu dem heute Wahlsonntag ist, wo sich doch sehr viele in den Wahlurnen aufgehalten haben. Aber ich habe gehört, dass es sehr, sehr gut angenommen wird und es ist toll, dass wir mit neuen Ideen auch in der Bevölkerung so schön punkten können. Wir haben verschiedenste Stationen und sozusagen einen ganzen Tag durchgeplant eigentlich, wo es darum geht. Wir wollen basteln mit den Kindern, wir wollen bocken mit den Kindern. Es wird Weihnachtsgeschichten geben, Musik vom Kinder- und Jugendorchester, vom Kinderchor, alles Mögliche. Und natürlich fürs leibliche Wohl, für die Eltern und für die Kinder und auch die Großeltern, wenn sie da sind, ist gesorgt. Wir haben jetzt ca. 10 Aussteller da, über den Honig Haider, über die Lebenshilfe Kindberg, Salomon mit Holzsachen. Dann die Familie Lang im Hintergrund mit Holz und Hauben. Draußen ganz interessant der Holzer Marcel, der schnitzt vor Ort eine Krampusmaske. Dann haben wir noch da mit Schmuck, Kerzen, Kekse, also für jedermann was dabei. Conny Köck hat mit dem Kinder- und Jugendchor St. Lorenzen weihnachtliche Klänge versprüht. Auffallend war auch, dass ein engagiertes Team diesen ersten Kinderadvent auf die Beine gestellt hat. An für sich einmal die Planung von Anfang an, da waren wir alle beschäftigt, eh schon halb so im Vorhinein. Und dann natürlich, diese Woche war das Wichtigste, dass wir gesagt haben, wir müssen alles einkaufen. Nachdem das das erste Mal ist, war das für uns die schwierigste Aufgabe, weil wir nicht genau gewusst haben, in welchen Mengen und dass das alles ist. Aber nächstes Jahr, wenn es wieder ist, wissen wir jetzt schon mal, wie es grob ablaufen soll. Und natürlich, gestern haben wir einen ganzen Tag nur aufgestellt, damit wir so eine schöne Kulisse zusammenbringen, als wir das heute haben. Ja, im Großen und Ganzen war meine Aufgabe, mit einem wunderbaren Team zusammenzuarbeiten und das Ganze zu ermöglichen. Das war eigentlich eine recht gemalte Geschichte, recht lustig. Viel Gaude haben wir immer gehabt bei den Besprechungen und freue mich, wenn das alles so funktioniert. Auch die Eltern waren vom ersten Lorenzer Kinderadvent begeistert. Ja, super gelungen und ich glaube, dadurch, dass so viele Leute da waren, sieht man, dass der Zuspruch sehr groß ist. Ihren Kindern hat es Spaß gemacht? Die haben gebastelt. Die sind zwar 3 und 5 erst, aber die haben da Freude gehabt und haben schon fleißig mitgemacht. Das war spitze. Es hat ganz viele Sachen drin zum Basteln gegeben für die Kinder, für die Erwachsenen einfach was Gutes zum Essen, was Gutes zum Trinken, ganz viel zum Anschauen. Die Kunsthandwerker, die Hobbykünstler drinnen. War ganz eine tolle Sache. Und um 16 Uhr wurde das vierte Adventfenster, das von den Kindern gestaltet wurde, unter den Klängen der Turnauer Jagdhornbläser und Dankesworte des Bürgermeisters enthüllt. Ein schöner Adventssonntag ausklang und man konnte allseits hören, hoffentlich gibt's auch nächstes Jahr eine Einladung zum zweiten Lorenzer Kinderadvent. Heute war es wechselhaft und windig bei maximal plus 7 Grad. Morgen ebenfalls wechselhaft mit Wolken und Sonne und Werten zwischen plus 3 und plus 7 Grad.